Glaubst du, kannst mit mir mithalten? Das ist gar nichts. Schisikowski! Ja, versteck dich ruhig weiter, Arschloch! Zeig mir, was du drauf hast! Du bist doch ein Runner, oder? Ich bin ein Runner! Jetzt gehörst du mir!
Zusammengekommen, um einer der unseren zu gedenken, die der Tod von uns genommen hat. Wir kannten Dominika alle. Ihre unpassenden Witze machten viele Situationen unangenehm. Aber ihr Lächeln erhellte die dunkelsten Tage im Bazar. Sie war zum falschen Zeitpunkt allein und ohne Halt. So wurde sie Beute der infizierten Diener des Satans. Lasst sie in himmlischer Wahrheit ruhen. Ich habe dir Geld für weitergegeben. Was hast du getan? Die Karte war gut für mich. Ich konnte nicht anders. Schön, dass du das sehen. Du hättest es nicht schlimmer vermasseln können. Hör schon auf, Mann. Keine große Deine Sache. Ich überlege, wie ich das wieder hinkriege. Lass uns über was anderes reden. Aiden! Das kann ich nicht versprechen. Aiden, hier drüben! Bitte! Was ist los? Es ist Scott. Er ist wieder verschwunden. Ich war schon überall, hab jeden gefragt, aber niemand hat ihn gesehen. Was ist mit Mo? Ist er auch weg? Nein, er ist zu Hause, gesund und munter. Weiß er, wo Scott stecken könnte? Nichts. Das macht mir Sorgen. Eigentlich geraten sie zusammen in Schwierigkeiten. Wenn du möchtest, kann ich deinen Sohn suchen. Vielen Dank, Aiden. Du bist ein Geschenk des Himmels. Erzähl mir darüber, wie Scott verschwunden ist. Er ist am Nachmittag los, ohne Mo. Und er ist nicht zurückgekommen. Er ist über Nacht weggeblieben. Und was noch seltsamer ist, am Abend kamen ein paar Männer vorbei und haben nach ihm gesucht. Was wollten die? Das wollten sie nicht sagen, also habe ich sie fortgejagt. Aber später habe ich gesehen, wie Rüd Weghorst, mit ihnen gesprochen hat. Ich hatte ein schlechtes Gefühl. Er hatte es zuletzt auf meinen Jungen abgesehen. Vielleicht hat er etwas damit zu tun. Scott steht total auf Ruths Tochter und Ruth gefällt es überhaupt nicht. Er hat angefangen, meinen Jungen wie Dreck zu behandeln. Könnte Scott mit dem Mädchen durchgebrannt sein? Schon möglich. Er ist ja total in sie verknallt. Loss sollte im Bazar sein. Ich war gerade auf dem Rückweg, als ich dich gesehen habe. Diese Männer, irgendeine Ahnung, wer sie waren? Sie sagten, dass sie jemanden ohne Biomarker suchen. Das kann natürlich nicht Scott sein. Sie kommen nicht aus dem Bazar, so viel ist sicher. Und nicht die Sorte Menschen, die wir hier mögen. Ich spreche mit Rüd und du gehst nach Hause und passt auf Mo auf. Ich verspreche, besser auf ihn aufzupassen. Finde ihn einfach. Das ist alles, was zählt. Einem guten Freund zu begegnen. Wirst du jetzt sentimental?
Ich habe eine Mission für dich. Du musst eine Armee von Virusträgern besiegen und dann ins Feuer springen. Hast du einen Knall? Das war nur ein Witz. Ich wollte nur sehen, ob du was dazugelernt hast. Wie du siehst, geht es langsam vorwärts. Theresas Mehl wurde geklaut und ich will rausfinden, wer das getan hat. Theresas Mehl wurde... Bitte was? Okay, ich bin ganz Ohr. Was weißt du über eine Frau namens Anna? Was, die Frau, die für Theresa arbeitet? Eigentlich nicht viel. Ich habe mit ihrem Mann Karten gespielt, bevor er... ins Gras biss. Er hat nie über sie geredet, selbst wenn er betrunken war. Und das will was heißen. Weißt du, wo Benny ist? Sehe ich aus wie seine Mutter? Glaub mir, ich wüsste auch zu gerne, wo er steckt. In unserem letzten Kartenspiel ist er untergegangen. Hat sozusagen den Hof verwettet. Du suchst das Mehl? Das gehört weder Theresa noch Benny, sondern mir. Der Bengel schuldet es mir. Wenn es geklaut wurde, wurde es mir geklaut. Aha, Benny hat also Schulden bei dir. Große Schulden, Riesenschulden, in Form von Mehl. Meinst du, er hat es geklaut? Möglich. Er ist ein dummer Junge, der glaubt, damit könnte er mich vom Schuldeneintreiben abhalten. Ich muss ihn also finden. Frag Mutter Theresa. Sie hält ihn gewöhnlich an der kurzen Leine. Außer an Pokerabenden. Tja. Jetzt weißt du also, für mich steht hier am meisten auf dem Spiel, wenn das Mehl nicht wieder auftaucht. Schau dir mal Theresas Lagerhäuser an. Ein dummer Junge wie Benny hält die sicher für ein gutes Versteck. Und wenn du das Mehl tatsächlich findest, bring's mir bitte sofort vorbei. Bekommst natürlich auch einen netten Finderlohn. Dann haben alle was davon. Und sobald ich mein Mehl habe, können wir die ganze Sache vergessen. Wasser! Wir haben Wasser! Ich hab euch gesagt, dass dieser Junge alles zum Besseren wenden würde. Rüd, ich muss mit dir reden. Du bist es, dieser Pilger. Am Anfang haben die Leute alles Mögliche über dich erzählt, aber nach dem, was du getan hast... Sag mal, wie gefällt es dir hier auf dem Bazar? Ich gewöhne mich langsam dran. Du kannst hier viel erreichen, solange du dich mit den richtigen Leuten umgibst. Ich kenne hier jeden. Scott Gunther, kennst du ihn? Viel zu gut, leider. Ich suche nach ihm, für Nerys. Wusstest du, dass er letzte Nacht nicht nach Hause gekommen ist? Hätte Nerys ihn anständig erzogen, dann wäre er vielleicht gekommen. Wenn du ihm schon nicht helfen möchtest, dann hilf zumindest mir. Gut, dir werde ich helfen. Was willst du wissen? Ein paar Männer haben gestern nach Scott gesucht und nach dem, was ich so höre, hast du mit ihnen gesprochen. Ja, das waren Anwerber oder sowas. Anwerber? Was meinst du damit? Sie haben nach kräftigen jungen Männern gesucht, also habe ich ihnen Scott empfohlen. Ich will mit Loss sprechen. Für das Wasser schulden wir dir was, aber verdammt, ich will nicht, dass du meine Tochter belästigst. Was, wenn Scott was zugestoßen ist? Nein, kommt nicht in Frage. Hau ab, bevor... Sprecht ihr über Scotty? Was ist los? Ist ihm etwas zugestoßen? Er ist verschwunden. Wann hast du ihn zuletzt gesehen? Gestern Nachmittag. Sagte, er wollte sich beweisen. Sich beweisen? Er kann ein Romantiker sein. Ein Romantiker? Los, ich liebe dich. Aber du musst aufhören, die Scheiße zu glauben, die dieser Schwachkopf erzählt. Scott könnte in ernsten Schwierigkeiten stecken. Oh mein Gott. Beruhige dich, Los. Ich bin sicher, er wird wieder auftauchen. Hat Scott gesagt, wo er hin wollte? Mal überlegen. Er hat die Crocodile Flats erwähnt. Das ist ein Viertel westlich von Hounfield. Er sagte was von so einem Schatz in einem verlassenen Gebäude. Bitte, du musst ihn finden. Ich gebe mein Bestes. Papa? Was passiert hier? Wusstest du davon? Geh einfach
Hast du gehört? Die Leute sagen, dass die Nightrunner zurück sind. Seit Monaten nicht gesehen, wegen dieser albernen Blockade des Stadtzentrums. Schön, dich zu sehen. So leer, wie ein Lagerhaus nur sein kann. Das scheint mir nicht sicher. Vielleicht gibt es einen anderen Weg. Was zum Henker bist du hier? Bist du das, Pega? Du hast hier nichts verloren. Wie bist du reingekommen? Du bist Benny, oder? Lass uns reden. Das gefällt mir nicht. Dodger hat dich geschickt, stimmt's? Sag ihm, er kriegt sein Geld schon noch. Aber noch habe ich es nicht. Warte, Benny. Du hast also Schulden bei Dodger? Hat Dodger dich nicht geschickt? Nein. Wie viel schuldest du ihm? Du bist der Einzige, der einen Grund hatte, das Mehl zu stehlen. Du Bastard! Meinst du hättest dir das sagen, nur weil du das Wasser angestellt hast? Lieg ich falsch? Dir sage ich gar nichts. Verpiss dich! Benny!
Ich bin kein PK-Freund, aber wer auch immer die Haut vom Gesicht ihres Commanders geschält hat, war ein richtiger Psycho. Wasser! Wir haben Wasser! Ich habe euch gesagt, dass dieser Junge alles zum Besseren wenden würde. Was ist los? Ich glaube, eine Biene hat mich gestochen. Herr Blue, wollt ihr Geld? Ich gebe euch Geld. Wir sind hier zusammengekommen. Einer soll uns entdecken. Thank you.
Hey, ich habe nichts getan. Ehrlich jetzt. Bitte lass mich gehen. Erst will ich ein paar Antworten. Ehrliche Antworten. Hast du das Mehl geklaut? Nein, ich weiß nicht mal, wo es ist. Warum hast du mich dann attackiert? Ich dachte, du bist einer von Dodgers Geldeintreibern. Aha. Du hast Schulden bei Dodger und hast die reiche Ernte deiner Mutter als Pfand verwendet. An dem Abend hatte ich eine Glückssträhne. Es ging um so viel Geld, dass wir Jensens Land hätten kaufen können. Mama und ich hätten wieder Wasser gehabt und hätten uns ein schönes Leben machen können. Aber dann lief alles aus dem Ruder. Und ich hab den Kürzeren gezogen. Hat Dodger also das Mehl geklaut? Zum Tilgen der Schulden? Ich glaube nicht. Dann hätte er mich einfach zwingen können, es ihm zu bringen. Hätte ich auch. Für sowas ist er zu faul. Aber weißt du, sag ihm das bloß nicht. Was bedeutet das alles? Dein Sohn ist ein Dieb. Er wird sich jetzt mal mit den Wachen unterhalten. Oder er verrät mir, wo er das Mehl versteckt hat. Und zwar jetzt. Ich sag's dir doch, Mann. Ich war das nicht. Natürlich war es nicht. Spinnst du? Ich weiß, es ist vielleicht schwer zu schlucken, aber alles deutet auf ihn hin. Vor allem hatte er ein Motiv. Das ist das Entscheidende. So, nun raus mit der Wahrheit, Benny. Erzähl deiner Mutter von deinen Schulden. Vom verlorenen Kartenspiel. Ich bitte dich. Meinst du, ich würde meinen eigenen Sohn nicht kennen? Er hat damit nichts zu tun. Lass ihn. Ich lege ein Geständnis ab. Wir haben uns an dieser Ernte monatelang die Finger wund gearbeitet. Es hätte monatelang gereicht. Hätte Brot für den ganzen Bazar ergeben. Aber weißt du, was Dodger damit gemacht hätte? Er hätte es uns zum dreifachen Preis zurückverkauft. Am Ende hätten wir für unser eigenes Mehl bezahlt. Unfassbar. Alles wegen eines blöden Kartenspiels. Das hätte uns ruiniert. Das durfte ich nicht zulassen. Niemals. Also, wo ist das Mehl denn nun? Unter dem Wasserturm. Bitte versteh mich. Dodger darf es nicht bekommen. Wieso nicht? Er hat es ehrlich gewonnen. Dodger, ehrlich? Dass ich nicht lache. Er ist ein Betrüger. Jeder weiß das. Bloß beweisen kann es keiner. Okay, angenommen, du hast recht. Wäre dann ein Kompromiss möglich? Können wir ihm was anderes geben? Typen wie Dodger sind nie sonderlich kompromissbereit. Er muss mit sich reden lassen. Sprich mit ihm. Bitte ihn um Aufschub. Bitte. Wir flehen dich an. Na, ich werde drüber nachdenken. Du bist unsere einzige Hoffnung. Werd jetzt nicht melodramatisch, Benny. Der Pilger weiß, was er macht. Yeah.